Und willkommen zurück zu Let's Play The Raven. Wir stehen im Prinzip knapp vor dem Ende, möchte man meinen. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch nach dem Gebiet mit Zellner etwas, was wir nicht wissen. Irgendwo soll hier ein Plan sein. Unter der Statue des Imhotep. Da. Dass Lady Westmacott sich nicht wundert, wer wir sind. Die beobachtet alles. Wahrscheinlich ist sie nachher auch die Übeltäterin. In Ordnung, ich habe den Plan. Und da ich ein Handwerker bin, wird es auch niemand verdächtig finden, wenn ich einen Grundriss studiere. Hier ist die Schatzkammer. Darunter ist ein weiterer Raum eingezeichnet. Und hier ist der Zugang, irgendwo bei der Statue da. Außerdem scheint es einen weiteren Zugang zu geben, der... Was tun Sie da? Was gibt es Neues? Und was ist auf dem Schiff passiert? Es ist alles in Ordnung. Ich konnte den Doktor aufhalten. Was ist mit ihm geschehen? Inch. Du meinst, er hat ihn... Ich konnte nichts tun. Und seinen Plan will er auch noch nicht offenbaren. Ich sollte diesen Grundriss besorgen und einen Zugang zum Keller unter der Schatzkammer öffnen. Ein Keller unter der Schatzkammer? Ich wusste auch nichts davon. Inch hat irgendwie davon erfahren und Mr. X hat den Rest erledigt. Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie Mr. X ist. Oder Lady Westmacott? Dieser Grundriss zeigt den Keller unter der Schatzkammer und zwei Zugänge. Der eine ist da drüben, aber der scheint dicht zu sein. Und der zweite? Der führt übers Dach. Eine Treppe führt von einem Dachboden bis hinunter in den Keller. Und wie kommst du auf den Dachboden? Das ist die Frage. Hier oben auf dem Dach ist ein Dreieck eingezeichnet. Daneben stehen drei Zahlen. 3, 6 und 2. Eine Art Code. Ich werde mich da umsehen. Wird schon schief gehen. Dein Vertrauen möchte ich haben. Zeit für den Showdown. Meinst du nicht auch? Pass auf dich auf. Du auch. Wenn man den Plan schmiedet, klingt alles einfacher, oder? Ja, aber es ist auch nicht halb so aufregend. Also gut. Ich muss die Tür zum Keller öffnen. Auf geht's. Ja, aber wie und wo? Irgendwo hinter der Statue muss der geheime Zugang zum Keller sein. Er ist wirklich gut getarnt. Allerdings wäre er sonst wohl auch kaum jahrzehntelang unentdeckt geblieben. Das ist wohl wahr. Ich sehe gar nichts. Keine Ritzen, kein Griff. Ich werde die Tür von dieser Seite nicht öffnen können. Ich sollte es übers Dach versuchen, dann die Treppe bis in den Keller hinuntersteigen und es von innen versuchen. Okay, das ist unser Hinweis. Also müssen wir irgendwie aufs Dach kommen. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie von außen wahrscheinlich die Feuerleiter benutzen. Nur die Frage ist, wie? Finden wir hier irgendetwas? Halt, geh hinauf, nee. Finden wir hier irgendetwas, das uns hilft, hochzukommen? Wanduntersuchen bringt keine Ergebnisse. Wir können nicht in die Schatzkammer. Und wir haben höchstens die große Halle, hier vorne, die jetzt gleich kommt. Ja, aber auch hier scheint so weit nicht zu sein. Nee. Also heißt es nur hinausgehen und mal bei der Feuerleiter gucken. Eventuell, so wie bei anderen Dingen auch, erscheint dann mit mal irgendetwas, was vorher nicht da war. Keine Ahnung. Aber wartet mal, wir sind doch in den Transporter reingekommen. Wir können doch die Handbremse lösen. Das wird doch wohl nicht das Problem. Könnt's ja mal probieren. Haben wir die Handbremse schon gelöst? Nein, haben wir nicht. Okay, dann gehen wir noch mal rein. Keine Chance. Ja, durchsuch den Transporter. Okay, wieder raus. Den Transporter nach hinten schieben.
und dann wollen wir mal gucken, ob wir da oben irgendwie raufkommen. Hey, es klappt. Das sollte reichen. Na dann, rauf da. Was, wie kommst du denn so schnell da hinten hin? Okay, was haben wir hier alles? Halt. Schornstein? Das soll ein Schornstein sein? Na ja, gut. Hier irgendwo ist der Geheimgang auf dem Plan eingezeichnet. Hier war irgendwas mit 6, das weiß ich noch. Sehr gut. Und dann die... Die? Nein. Nee, die 3 war noch. 6 und 3. Und was war das andere? Das ist ein Dreieck. Vielleicht der hier? Nichts. Das hat nichts gebracht. Okay, der wieder raus. Da tut sich nichts. Aha! Nein. Nichts. Na also, wer immer die Ziffer notiert hat, hat sie von rechts nach links geschrieben. Ist ja auch logisch. Hierzulande liest man von rechts nach links. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich habe einfach zweimal dasselbe gedrückt. Das verstehe ich nicht. Aber okay. Schauen wir mal durchs Oberlicht. Da unten ist die Schatzkammer. Und unterhalb der Schatzkammer der geheime Keller. Okay. Hinabklettern wollen wir nicht mehr. Wir wollen ja hier oben bleiben. Und ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Also rein! Im Museum wäre ich damit. So halbwegs. Ja. Ausrüstung. Altes technisches Equipment. Inch sagte etwas vom Untergrund, der während des Krieges hier aus dem Museum operiert hat. Das ist Dachpappe, glaube ich. Vielleicht sollten damit die zahlreichen Löcher im Dach geschlossen werden. Die Stromkabel sehen aus, als seien sie nur provisorisch verlegt worden. Vermutlich wurde heimlich die Stromversorgung des Museums angezapft. Könnten die Überreste einer Funkanlage sein? So hoch über der Stadt war das sicher ein optimaler Platz dafür. Ich glaube, das hat auch der Zellner gesagt. Vielleicht funktioniert die Glühbirne sogar noch, aber hier ist es hell genug. Durch die Löcher im Dach kommt genug Licht. Ich muss die Lampe nicht einschalten. Eine große und schwere Rolle mit rauer Dachpappe. Vermutlich wurde sie vor Jahrzehnten dorthin gelegt und dann vergessen. Eine große... Okay. Aber ansonsten ist hier nichts. Wir können die Luke betrachten. Ja, das werden wir auch tun. Laut Plan führen Treppen vom Dachboden bis hinunter in den Geheimkeller. Na dann, go! Ab in den Geheimkeller. Ach Gott, ja stimmt, das war ja so dunkel hier. Stockdunkel hier. Ja, und jetzt soll ich mich hier zurechtfinden, oder wie? Haha, ihr Witzbolde, ihr. Ja, woher haben wir denn bitte jetzt schon wieder unser Messer? Können wir damit irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Gucken wir uns erstmal um. Die Treppe will ich nicht hinauf. Ich sehe hier nichts wandern, also wahrscheinlich habt ihr nachher eine bessere Sicht als ich. Ich sehe wirklich absolut gar nichts. Und es kann sich jetzt auch nur noch um Stunden handeln, bis wir irgendwas finden. Steigt die Treppe hinauf. Hier muss irgendwas sein. Eventuell mit dem Messer. Hier ist nix. Ich sehe nix.
Ich sehe absolut rein gar nichts. Steig die Treppe hinauf, ja, du bist witzig. Ich wollte eigentlich was finden, was vielleicht... War da eben noch was anderes? Nee. Was vielleicht wichtig ist für uns, das wäre schon schön. So... Ein Schalter? Halt hier, ein Schalter. Oh, endlich. Hier ist was. Ich glaube, das ist... Nichts. Toll. Das ist eine super Erkenntnis. Kannst du damit vielleicht irgendwie... Nee, kannst du nicht. Hier ist was. Ich glaube, das ist... Nichts. Ja, das haben wir nun schon mehrmals herausgefunden. Aber die Treppe will ich nicht hinaufsteigen. Irgendwas sollen wir da garantiert machen, aber was? Wir gehen noch mal ganz kurz rauf. Ich sehe eh nichts, von daher hat das gar keinen Sinn. Mit dem Messer können wir auch nichts machen. Es ist zum Heulen. Irgendwas müssen wir uns da überlegen. Eventuell mit dem Messer die Dachpappe zerschneiden? Hier, schneide das... Was? Kabel? Okay. Was haben wir jetzt? Lampe. Ah, und die können wir bestimmt unten einbauen. Das wäre so schön. Na gut, versuchen wir es. Okay. Hier ist was. Ich glaube... Ja, nichts. Wir wissen. Nichts. Genau. Dann versuch doch mal mit der Lampe irgendwas zu machen. Es werde Licht. Halt hier, verbinde die Kabel. Ich könnte die Kabel miteinander verbinden, doch dafür muss die Isolierung sowohl bei dem Kabel an der Wand als auch bei dem an der Lampe entfernt sein. Ach so, okay. Messer benutzen mit dem... Ich müsste mit dem Messer einen Teil der Kabelisolierung entfernen können. Genau. Hat geklappt? Hat geklappt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und dann müssen wir die Isolierung da auch noch wegkratzen. In Ordnung. Plus und Minus liegen frei. Na dann, viel Spaß beim Verbinden. In Ordnung. Ich verdrehe die Adern des Lampenkabels mit den Adern des Stromkabels. Und jetzt drücken wir bitte den Schalter. Es werde Licht. Verdammt. Ich möchte heulen. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ich vermute, dass der Kontakt nicht sauber ist. Ah. Ja, tatsächlich. Der untere Kontakt ist mit einer Rostschicht überzogen. Der Strom kann nicht sauber fließen und früher oder später geht die Birne kaputt, wenn ich nichts unternehme. Na toll. Vielleicht können wir mit der Birne wieder oben irgendwas anfangen. Meine Güte. Ja, genau so denke ich auch gerade. Vielleicht hier. Ah, die ist rau. Sehr gut, da können wir sie abschuppern dran. Vielleicht kann ich... Tatsächlich, ich kann den Rost mit Hilfe der rauen Oberfläche abschmörgeln. Das muss reichen. Oh, und ich hoffe, es reicht. Wir gehen also noch einmal runter, werden die Lampe wieder reindrehen und dann hoffen, dass das Licht endlich funktioniert. Denn das ist so duster und wir haben ja wirklich keinen Constable Oliver, der uns hierbei helfen kann. Wo waren das? Da. Auf ein neues. Und ich glaube auch kaum, dass Constable Oliver uns helfen würde. Garantiert nicht. Sehr schön. So, noch einmal. Schalter drücken.
Na also. Juhu! Wäre da nicht der Staub, man könnte glauben, dort hätte vor ein paar Minuten noch jemand gesessen. Ach ja, hier. Steige die Treppe hinauf. Ach so, nee, das war ja das, wo wir herkommen. Das heißt, die Tür lassen wir auf jeden Fall auf, damit wir auch ja wieder wegkommen, wenn wir alles erfüllt haben, unseren Auftrag und so weiter. Was dieser Raum wohl für Geschichten erzählen könnte. Von Verzweiflung, Wut, Triumph. Ja, das ist die Frage. Wir gehen weiter. Irgendwo hier müsste auch dieser komische Durchgang sein, den wir mit Zellner auch noch entdeckt hatten. Hier ungefähr. Ah, da war's doch. Da, Mechanismus. Laut Plan soll genau an dieser Stelle eine Geheimtür zur großen Halle führen. Das hier dürfte dann der Schließmechanismus sein. Jetzt ganz vorsichtig, damit mich niemand außer Inch zu Gesicht bekommt. Was machst du denn hier? Was, wenn Inch dich sieht? Nein. Tut mir leid, er hat mich erwischt. Du und deine kleine Freundin. Ihr dachtet also, ihr könntet mich hintergehen. Inch, nein! Ihr hättet es verdient, hier und jetzt zu sterben. Aber dann bekäme ich das Auge nicht. Tun Sie ihr nichts. Bitte. Wir werden sehen. Los, rauf da. Und was jetzt? Kette sie an den Stuhl. Nein! Pat! Nein! Genug! Ihr habt nur eine Chance, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Ihr tut, was ich euch sage. Fessle sie an den Stuhl. Wow, das machen wir. Und zwar gleich. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.